Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Und zwar geht es einmal um die sibirische Hasel. Und ja, das ist halt eben für die Leute, die das DLC, dieses Jenis, also DLC Jenis sei, besitzen. Und dort gibt es halt eben auch Dailies. Und ja, da dachte ich mir, mache ich mal hier und da auch mal jetzt ein Video zu. Und zwar geht ihr hier auf die Aufgaben und dann habt ihr hier die sibirische Hasel. Da müssen wir 1,9 Kilo und fangen und bekommen 4 Angler-Token und circa 15.000 XP. Ja, ich habe es im letzten Livestream, habe ich das mit der Community auch schon mal ein bisschen ausprobiert und daher kommt auch der Spot. Und wie schon gesagt, für alle, die vielleicht den Livestream nicht verfolgen oder verfolgen konnten, habe ich mir gedacht, okay, dann bringe ich hier den einen oder anderen Fisch als auch Spot nochmal als Video raus und dann haben nämlich alle was davon und ja, da bin ich. Also, um den Fisch geht es, sibirische Hasel, 152 Gramm. Wo fange ich den und mit was fange ich den? Wir gucken eben ins Inventar, das sind die Winkelpicker, 6 Kilo. Da habe ich dann eine Futterspirale, da könnt ihr dann ja, normales Futter oder auch euer speziell angefertigtes Futter nehmen. Im Vorfach 4,5 Kilo, Nullerhaken und Köcherfliegenlarve, beziehungsweise da haben wir dann noch die Eintagsfliegenlarve drauf. Da habe ich rausgefunden, dass es eigentlich auf beide Köder sehr gut geht. Oh, da haben wir jetzt auf die Eintagsfliegenlarve eine 108 Gramm sibirische Hasel. Und ihr braucht auch gar nicht weit laufen für den Spot, beziehungsweise um den Fisch zu fangen. Da ist nichts dran, okay. Und zwar spawnt ihr hier vorne bei dem Häuschen und dann könnt ihr, also es gibt mehrere Optionen. Es gibt einmal die Option, hier auf die Spitze von der Insel zu gehen und hier rüber zu werfen. Dann gibt es die Option, von hier da rein zu werfen. Und ja, das habe ich halt zum Beispiel im Stream gemacht. Jetzt aber habe ich mir überlegt, okay, warum muss ich denn unbedingt auf die Insel, wenn ich von hier auch in den 3 Meter tiefen Bereich komme? Das ist nämlich hier, das ist dieser hell, na, etwas dunklere ja, Bereich, das hier ist hell, 1,50 tief, das ist 3 Meter tief und in dem Bereich müsst ihr halt eben einfach angeln. Und ja, das könnt ihr halt eben auch von der Seite. Es geht echt gut. Es kann natürlich auch wieder variieren von Spieler zu Spieler, dass ihr bei euch vielleicht jetzt nicht die Bissfrequenz habt, wie ich sie jetzt habe. Auch da ist uns im Livestream aufgefallen, dass der ein oder andere Spieler doch zum Beispiel an dem Spot hier den Tungun fing und nicht zum Beispiel so die sibirische Hasel, das mal eben nochmal vorweg. Also es ist keine Garantie, es ist halt eben wieder nur ein Tipp. Ihr könnt dem gerne nachgehen, schreibt mir das dann gerne in die Kommentare, ob das bei euch geklappt hat oder nicht. Also wie schon gesagt, es ist kein großes Zauberwerk und ja, 2 Kilo von der sibirischen Hase sind dann auch schnell gefangen. Das Ganze könnt ihr am besten am Tag machen. Ich habe mich jetzt auch am Tag hier hingestellt, morgens 6 Uhr. Die Bissfrequenz ist mal da, mal ist sie etwas weniger. Lasst euch davon nicht verwirren. Ja. Und dann sollte das eigentlich hier klappen. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ja, das Video gefällt euch. Und ja, wir holen jetzt aber noch einen Fisch raus. Den nehmen wir noch eben mit. Live-Bisse sind immer was Tolles. So, da haben wir noch eine 200 Gramm sibirische Hasel. Also, wie ihr seht, ihr fangt sie hier. Spot 155, 143. Damit mache ich jetzt aber auch Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Petri heil und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.